Einen wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie da sind heute. Wissen Sie, was eine Befana ist? Haben Sie schon mal gehört von Pinatas? Kennen Sie das Holifest? Wissen Sie, wie eine Jamswurzel schmeckt? Lassen Sie uns heute gemeinsam eintauchen in fremde Kulturen und schauen, was es genau mit diesen Begriffen auf sich hat. Und zwar mit meinen Gästen heute, wenn es bei mir heißt, Bräuche aus aller Welt in Österreich. La Familia und La Dolce Vita sind für den gebürtigen Italiener Luigi auch in Österreich nicht wegzudenken. Familie wird auch in Nigeria, wo Joanna aufgewachsen ist, großgeschrieben. Sie erzählt uns, mit welcher Spezialität sie ihre Liebsten gerne verwöhnt. Anand stammt aus Indien und hat die ayurvedische Lehre mit in seine neue Heimat, die Steiermark, gebracht. Über lustige Silvesterbräuche und die Vorliebe für Pinatas in Mexiko berichtet uns Samara. Keine Pinatas, aber Porzellanpüppchen. Warum diese den Franzosen so wichtig sind, erklärt uns Joelle. Als Botschafterin der philippinischen Kultur sieht sich Cynthia und weiß, ohne Musik und Tanz geht gar nichts. Und Long, die in Shanghai aufgewachsen ist, erzählt uns, was beim Mondfest und Neujahr auf keinen Fall fehlen darf. Herzlich willkommen euch allen. Ich freue mich sehr, dass mein Publikum heute da ist und wahrscheinlich sehr neugierig ist. Beginnen würde ich sehr gerne mit der Familie, mit dem Familiensinn, den man ja in jeder Kultur lebt, nur mitunter ein bisschen anders. Luigi, fangen wir gleich mit Italien an, der nächste Nachbar. Italien ist es eben eine Familiengesellschaft. Für uns ist die Familie unglaublich ein wichtiger Aspekt. Für uns ist es das Zusammensein, viel Kinder, ja, ist es eigentlich eine große Freude. Wir sitzen gerne auch jeden Sonntag gemeinsam. Das ist für uns den Essenssonntag ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vor der Kirche geht man zuerst in die Kirche. Manchmal, Leute, ist ein bisschen nicht mehr so üblich, aber trotzdem, die Konservativ, die tun nach wie vor. Danach eben treffen wir uns in ein Café, trinken wir einen Kaffee, gemeinsam ein bisschen plaudern. Und dann 13 Uhr, 13.30 Uhr, die Familie kommt zusammen, wird gegessen, wird lang gegessen, bleibt man am Tisch bis so in etwa 18.30 Uhr, bleibt man noch am Tisch, weil dann fängt er den Abendessen. Von einem Essen ins nächste. Ja. Aber die Kirche, dieser sonntägliche Kirchgang, der gibt dem Tag auch eine besondere Wertigkeit. Da ist der Sonntag dann anders als die anderen Tage, nicht? Na ja, selbstverständlich. Also jetzt ist es eben der Tag von dem Frieden, den Tag von dem Glücklichsein, ja, den Tag der Gemeinsamkeit, den Sozialleben zu geben. Da, wo man eigentlich ruhen sollte und in Wirklichkeit wird gegessen. Anand, wie ist das in Indien? Also was heißt Gemeinschaft und Familie vor allem? Vor allem Familie in Indien. Indien, wir sind Großfamilienmenschen. Wir leben immer zusammen. Wir sind so wie die Störche, die immer zusammenleben. Mhm. So immer, das ist ganz wichtiger in Indien, das ist, wir haben Karta. Karta heißt das, der Haupt, der die Familie hat. Und unter seine Regeln, unter dieses Lineage, ja, in Indien, wir haben eine ganz alte Lineage, die Tradition. Und der Karta, der schaut, dass der alles richtig gemacht wird, Bildung richtig gemacht wird, gemeinsam essen, mindestens einmal im Tag gemeinsam essen, das ist ganz wichtig. Also für uns ist jeden Tag ein Festival. Jeden Tag Abend muss man zusammensitzen und wird gegessen. So bis zum jetzt in Indien in die Tradition wird gemeinsam, dass die Familie zusammenwächst, dass die Kinder von den Eltern lernen, Eltern von Großeltern lernen und dann Enkelkindern von Großeltern das sehen. Und diese Tradition, diese Kultur, dass dieses Chaot funktioniert in Indien. Ja. Das ist wunderschön, das so zu sehen, dass es alles irgendwie funktioniert. Woher kommst du aus Indien? Ich komme aus Nordindien. Genau wo? Von Himalayas.
Also Himalaya ist gesagt Uttarakhand, so jetzt ist Uttarakhand, so bis früher war das UP, Uttar Pradesh, im 1998 ist das Uttarakhand ein Teil wieder ausgegangen und das ist, so sagen wir, Fußteil des Himalayas. Genau, genau. So richtig gesagt Dehradun, jetzt kann man sagen, das ist meine Heimat. Und wieso sprichst du so gut Deutsch? Dank meiner Gattin, ich habe eine gute Lehrerin zu Hause. Wo habt ihr euch kennengelernt? In Indien. Aha, okay. Verliebt und dann bist du mit nach Österreich gekommen? Ja, genau, das hat passiert in 2004, Silvester. Okay. Habe ich meine liebste Frau kennengelernt oder gesehen und dann war das alles schnell gegangen. Aha. Wir waren beide reif. Ich habe weder studiert und weder 24 Jahre alt soll er der Mann sein zum Heiraten und genau das passiert. Ich bin 24 plus. Habe ich die wunderschöne Frau gesehen und ich habe gesagt, willst du mich heiraten? Ach, schön. Das ist schnell gegangen. Und dann war das 2005, dass wir nach Österreich gekommen. Und gleich, das war der Grund, dass Yoga und Ayurveda hier in Österreich auch was zu machen, in Akashere Heimat. Und wo in der Steiermark seid ihr zu Hause? Wir sind jetzt, wir haben ein Haus gebaut seit 2006 in Bierbau, in Blumau. Aha, okay. So. Du, und was bedeutet dieses Zeichen auf der Stirn? Ah, dass ich neige zu genau der Gott, dass ich glaube und ich bin in meiner Mitte. Das ist meine Konzentration. Das ist die dritte Auge und das ist das Symbol, das Konzentration ist. Okay, wir werden noch darauf eingehen, auch auf Religion und die Feste, das berühmte Holi-Fest, das Diwali-Fest, darüber reden wir noch. Aber zuerst möchte ich noch ein bisschen eben über diese Familie auch reden, weil die Long gleich neben dir sitzt und China auch nicht weit ist. Ja, genau, das ist die beste Aufteilung. Genau. Was bedeutet Familie in China? Familie bedeutet sehr, sehr viel. Wir haben ähnlich wie in Indien, gibt es auch so eine Art Familienoberhaupt, aber es ist vielleicht nicht mehr so extrem geprägt. Also das sind immer meine Großeltern zum Beispiel, also Familie Älteste. Mhm. Man kann vielleicht, jeder kennt vielleicht den Konfuzius, der immer gesagt hat, da gibt es eine Familie und Oberhaupt, dem haben alle anderen zu unterwerfen, aber also unterwerfen nicht in diesem Sinne, sondern als eine Weise, als Richtunggebende, als so eine Art Stratege, als ein weiser Mensch, an dem man immer festhalten kann. Long, wie viele Familienmitglieder von dir leben in Österreich? Jetzt muss ich scharf nachdenken. Von der Seite von meiner Mutter leben die zwei Schwestern, zwei von fünf da, also drei von fünf Kinder. Und ja, also, und plus meine Eltern. Gut. Ja, also und wenn jetzt, und ist dann quasi dein Vater jetzt das Oberhaupt der Familie, weil er der Älteste wäre? Oder deine Mutter? Ja. Das wird sehr kompliziert. Nein, ich bin auch mehr oder weniger in Österreich aufgewachsen. Ich bin mit 13 hergekommen. Bleiben wir einfach mal bei der chinesischen Familie. In unserem Fall wäre das die Schwester von meiner Mutter. Also aha. Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen die Geschichte noch dazu holen seit kommunistischer Partei, also seit 1949, seit die kommunistische Partei an der Macht ist. Wir haben auch sehr viel Frauenbewegung, dass die Frauen jetzt individueller werden, immer unabhängig werden und die Frauen haben natürlich auch etwas anderes zu sagen. Bei mir in der Familie sicherlich mehr Frauendominanz und in meinem Fall ist sicherlich meine Tante, weil sie ist ja älteste von allen. Und das ist auch ein gutes Stichwort, nämlich die Alten. In euren Kulturen, sowohl in der indischen, auch als in der chinesischen Kultur und auch in Nigeria ist es so, also in vielen, vielen Kulturen, sind ja, glaube ich, auch, werden auf den Philippinen, werden die Alten sehr verehrt. Genau, das ist für uns ist das wichtiger, dass wir alles dieses Wissen, was wir beitragen, das ist von unseren Ahnen und Vorfahren. Ich komme von einer religiösen Familie, ich bin ein Brahmana aufgewachsen und das ist für uns klar, wegen dieses Wissen, was wir predigen oder unterrichten, weitergeben, das kommt von einem Stamm, das kommt nicht von irgendwo, von Google kommt sicher nicht dieses Wissen. Ja. Dieses Wissen ist im Google gegangen, wegen wir haben das weiter oder Ahnen und Vorfahren oder diese Yogis, die das alles gelernt haben, geübt haben, praktiziert haben. So wir, nicht nur, dass meine Eltern sind mir die Wichtige, aber dieser gesamte Stamm, diese ganze Vorfahren, die Ahnen, dass für dieses Wissen, für diese Kultur,
gearbeitet haben, wir respektieren das ganz groß. Aber behandelst du dann auch die alten Steirerinnen und Steirer so, genau, wie man bei euch mit den alten Menschen umgeht? Ja, ich habe in Blumau so mit der Gemeinde, wir haben ein Gespräch gehabt, ich habe gesagt, ich habe Angst, dass bald der Blumau nicht Indien wird. Ja, wenn du das reinbringst. So einige, ja, sind schon Vegetarier geworden. Man, ich bin nicht im Missionär, ich muss nur so ehrlich, ja, sagen, ja. Ich respektiere jede Kultur, aber die Leute verstehen das, Änderungen, und Leute sehen dieses. Ja, genau. Cynthia, Familie ist auch bei dir groß geschrieben. Ja, auf den Philippinen wird Familie ganz groß geschrieben. Wir haben ähnlich wie in China und in Indien das Oberhaupt der Familie. Ist nicht immer der Älteste, kann auch diejenige sein, die als Erster ins Ausland gegangen ist oder als Erster die Uni abgeschlossen hat. Es wird der gewählt, der am besten navigieren kann. Wir haben auch kleine Namen, die wir unseren älteren Bruder oder ältere Schwester rufen. Also wenn ich jetzt eine ältere Schwester habe, die vielleicht Barbara heißt, würde ich sagen Ate Barbara. Oder wenn ich einen Bruder hätte, der Michael heißt, würde ich sagen Kuya Michael, wenn sie älter sind. Aha. Wenn ich die Ältere bin, dann würden die mich so ansprechen. Und die Jüngeren, haben die auch eine Vorsilbe? Oder? Nein. Die Jüngeren benutzen die Vorsilbe zu den Älteren und damit zeigt man Respekt. Ja, genau. Ja. Und wenn man zum Beispiel beim Familienfest, so wie der Luigi gemeint hat, kommt am Sonntag, dann geht man als allererster zum Familienoberhaupt hin, meistens auch die Großeltern, nimmt die Hand, führt die Hand zur Stirn und sagt Manopo. Und das meint, ich habe als Erster das Oberhaupt begrüßt. Mhm. Mein Respekt geht als Erstes zu der Person. Und wie seid, das ist sehr schön übrigens, und wie ist die Erziehung? Also seid ihr auch, DeLong, die Frage dann an dich, weil man hört oft, dass in asiatischen Kulturen die Kinder strenger erzogen werden. Stimmt das? Die Erziehung, die ich erhalten habe, kann ich nicht vergleichen, weil ich es von einer österreichischen Mutter nicht erhalten habe. Also ich kenne den Vergleich nicht. Ja? Aber ich weiß von den Freundinnen her, wenn man sich unterhält, meine Mutter war schon sehr streng und ich gebe auch diese Tough-Love-Mentalität meinen Töchtern weiter. Weil wenn man ein bisschen anders aussieht als die Gastgebergesellschaft, dann muss man sich irgendwo auch ein bisschen anpassen und das wurde mir von Anfang an gleich einmal beigebracht. Und bei der Long, bist du streng erzogen worden? Ja? Also... vielleicht ein Beispiel, weil ich bin ja mit 13 hergekommen. Ja. In der Schule kann man vielleicht sagen, es ist absolutes Gehorsam, also absolute Gehorsamkeit wird verlangt. Mhm. Da gibt es gar keine Widerrede. Darum verstehen viele chinesische Kinder, die jetzt dann nach Österreich kommen, in die Schule gehen, sie sind total verzweifelt teilweise, weil sie sagen, es gibt tatsächlich auch Kinder, die vielleicht während der Stunde tratschen. Und wenn die Lehrer ihnen sagen, jetzt, ne, ihr sollt dann mal zuhören und dass sie noch weiter so machen. Also, in China ist das absolut nicht. Das ist für uns, ich kann das nicht einmal sagen, das ist nicht erlaubt. Wir kommen nicht einmal auf die Idee, das zu machen. Ich glaube, Joël, das ist auch wichtig, wenn man in ein anderes Land kommt und hier lebt, mitunter viel auch zu hinterfragen oder auch mit Vorurteilen umzugehen. Bei den Franzosen zum Beispiel weiß man, die essen gerne Käse. Stimmt. Die trinken gerne Rotwein. Stimmt. Aber die essen nicht gerne Froschschenkeln alle, ne? Nein. Ich glaube, du hast noch nie welche probiert. Nein. Obgleich du aber in der Küche quasi lebst. Also das ist dein Reich, nicht? Ja, genau. Es gibt sehr viele so Klischee, wenn man hier kommt und man viele Leute sagen, na, ihr seid Schneckenesser oder sowas. Und ich denke immer, warum sagt ihr das? Weil das stimmt überhaupt nicht. Und es gibt schon so diese quasi Spezialität, die an uns so picken, aber das stimmt überhaupt nicht. Und aber was hat es mit der Krone auf sich? Die Krone ist eine Tradition bei uns in Frankreich. Die gibt auch in Italien, glaube ich, in Luxemburg, Schweiz und so. Und das ist ein Kuchen, die wir nennen das die Galette des Rois. Königkuchen. Mhm. Wir essen das normalerweise am 6. Jänner. Und das bezieht sich eigentlich, wenn die drei Könige zum Jesus kommen und begrüßen. Eigentlich, das ist so beliebt, dass wir in Frankreich den ganzen Monat das essen. Und wir verstecken eine kleine Porzellanfigur in dem Kuchen. Okay. Und der Jüngste der Familie muss unter dem Tisch
gehen, sich verstecken. Und der sagt, die Person, die den Kuchen verteilt, wem bekommt den Teil von dem Kuchen, damit niemand schummelt. Und dann wird dieser Galette des Rois verteilt. Und wenn die Person diese Fève, wir nennen das Fève, bekommt, dann kriegt er die Krone und ist König den ganzen Tag. Oder Königin, je nachdem. Oder Königin, ja. Das heißt, man muss aber verflixt gut aufpassen, dass man diese Figur auch findet, sonst beißt man sich die Plombe aus. Ja, man muss sich dann eine Krone da auch. Ja, genau. Genau, sonst beißt man sich die Kronen aus. So ist es. Genau, ja. Und bringt das auch irgendwie dann Glück, dieses Porzellan? Darf man das dann behalten? Ja, es gibt sogar Leute in Frankreich, die das sammeln. Mhm. Es ist wirklich, wir nennen das die Favofil. Und weil es gibt die traditionellen Figuren, die die Bibel sind, von der Bibel sind. Und jedes Jahr, es gibt so jeder, wir können verschiedene Serien kaufen. Hier habe ich zum Beispiel die Patisserie-Serie mitgebracht. Also es gibt die Macarons, les Croissants und Baba au Rhum und alles Mögliche. Und es gibt wirklich Leute, die das sammeln. Und das ist so sehr und lustig. Wie bist du oder wieso bist du nach Österreich gekommen? Du lebst in Wien? Ja, ich habe einmal geheiratet. Die Liebe? Ja, die Liebe. Ja. Und was machst du beruflich? Ich habe eine Catering-Firma und habe ich auch gleichzeitig ein kleines Takeaway-Geschäft auf der Landstraße in Wien. Mit französischen Spezialitäten? Ja, genau. Ja. Und schmeckt alles, was du kochst, genauso wie in Frankreich? Ich bemühe mich, ja. Samara, was hat es mit den Weintrauben auf sich zu Silvester? Ja, also das ist in Mexiko ein sehr spezieller Brauch, dass man zu Silvester um Mitternacht zu den 12 Glockenschlägen, also zu jedem Glockenschlag eine Weintraube isst und zu jeder Weintraube wünscht man sich was. Also da muss man sich echt im Vorhinein schon Gedanken drüber machen, was man innerhalb von dieser kürzesten Zeit sich wünschen möchte. Den Traummann. Ja. Oder die Traumfrau. 12-mal zum Beispiel. Ja, genau. Darf ich etwas? Ja, bitte. Ja, eben zu Silvester. Also in Italien zum Beispiel, in Süditalien, aber in ganz Italien, man muss tragen immer den Unterhosen, rote Unterhose. Zu Silvester? Genau, das ist in Mexiko auch so. Das ist ganz wichtig. Aber nur zu Silvester? Nur zu Silvester. Und dann kommt die Traumfrau oder der Traummann. Ja, genau. Noch sehr da, was. Dann geht die Party los. Also, rot ist eine wichtige Farbe auch in China. Ich komme gleich zu dir, Long. Aber noch einmal kurz diese Weintrauben. Also zu jedem Glockenschlag eine Traube essen und zugleich was wünschen. Genau. Da muss man schnell sein. Long. Und am besten hat in der anderen Hand noch ein Glockerl. Also man isst eine Weintraube und tut zu jedem Glockenschlag mit. Also man kann das selber läuten. Ja, genau. Genau. Und dürften das auch sein, zum Beispiel statt der Weintrauben, weil Weintrauben zu Weihnachten in Österreich, die gibt es bei uns nicht wirklich, außer man hebt es auf, noch von Oktober. Könnten das auch Rumkugeln sein? Ich glaube, es wird akzeptiert werden. Irgendwas Kleines, Rundes und man wünscht sich was. Es ist aber sehr witzig, weil dem französischen Brauch mit dem Kuchen, den gibt es in Mexiko auch am 6. Jänner. Genau. Und zwar wird das wie ein Osterkranz mehr oder weniger, also ein Kuchen mit einem Loch in der Mitte und da wird ein kleines Jesuspüppchen versteckt. Und die Person, die das Kuchenstück bekommt mit dem kleinen Puppel drin, der muss dann das nächste Fest machen. Also das ist gescheit. Dann eher eine Verpflichtung, wenn man das... Blöd, wenn man immer die Puppen, den Joker zieht. Und jedes Jahr. Dann bleiben wir gleich beim Thema Dreikönigstag. Luigi, in Neapel gibt es die berühmte Befana. La Befana, in Italien ist es La Befana, wird gefeiert. Es ist es vor der Christuszeit. Es ist es eine alte Dame mit einer langen Nase. Und sie geht immer mit einer Scopa, also eine Besen, und fliegt herum, ja, und bringt Geschenke für die Kinder. Also mit einem Sack. In diesem Sack hat es Geschenke für die Kinder und Carbon, ja, Kohle für die
ein bisschen schlimmere Kinder. Die fliegt im Kamin, kommt runter und lässt eigentlich eben diese Zuckerl für die Kinder. Die Kinder aber am Abend vorbereiten am Tisch etwas zu essen mit einem Glas Wein, weil das ist ganz wichtig. Der Wein schmeckt. Die Befana trinkt gern. Die trinkt gern. Ja. Und dann die Befana macht mit ihrer Hand auf den Teller, druckt eigentlich eben seine Finger, ja, abdrucken und fliegt weg. Joanna, es gibt ja diesen schönen Satz, aus Afrika, nicht die Eltern erziehen das Kind, ein ganzes Dorf. The Familien ist nicht unbedingt fixiert auf der Blutverwandte. Das habe ich, und das ist, was ich auch sag versuche. Sag ich ja, ein ganzes Dorf. Nicht so, weil die Person blutverwandt ist deshalb, sondern die Familie ist diejenige, die da anwesend sind, während man aufwächst. Mhm. So es kann zwar die Nachbarin sein, die immer da war, oder es kann auch die Lehrerin in die Schule, die ein Kilometer, schön, zwei Kilometer weg sind. So es sind einfach die Leute, die in dein Lebensumfeld zu dieser Zeit sind, das sind Familien. Und das ist so schön, weil es gibt ja diesen Spruch, Familie kannst du dir nicht aussuchen, Freunde schon. Gott sei Dank. Also das ist, ja eben, und das ist total schön, dass ja, man die man gern hat, um sich schart und dann aber auch dazu halt Familie sagt, nicht? Ich habe das zugehört und ich habe mir gedacht, boah, so viel Ähnlichkeit, weil es ist so, dass die Ältere innerhalb dieser Gemeinschaft, egal wo diese Gemeinschaft ist, es kann nur die Gemeinschaft in der Schule sein, aber die Älteste hat natürlich einen, sage ich mal, einen privilegierten Position. Man respektiert diese ältere Person, weil es ist ja auch klar, die weiß ein bisschen mehr. Ob das jetzt aktuell notwendig ist, ist ein anderes Thema, aber wir respektieren die Ältere. Und früher war es so, als ich aufgewachsen bin, es war so, dass es war immer wieder mehr Respekt an die männliche Älteste. Aber die Alter zählt mehr als die Geschlecht wird, weil wenn es eine ältere Frau, weil Frauen leben viel länger, keine Ahnung, wie sie schaffen. Ja, wissenschaftlich erwiesen. Ja, genau. Und die werden dann fast 90, 100 da und alle respektiert sie. Und es ist dann so, dass als ein Kind, man lernt das, ich weiß nicht, wo man das überhaupt kriegt. Man kriegt das nicht gesagt, aber man spürt das, dass wenn du aufstehst, so bin ich aufgewachsen, du kannst einfach nicht rausgehen aus dem Haus und dich durchschlammen, das geht gar nicht, sondern du suchst aktiv deine Eltern, die ältere Person und dann, wenn die im Badezimmer ist, musst du lang warten, weil du musst irgendwie so die Segnung, dankbar sein für diesen Vormittag. Ich bin aufgestanden und dann zu dieser Person gehen und diese Person begrüßen. Und das ist nicht Tschüss, oh hi, sondern ins Augen schauen, begrüßen und die segnet dich dann. Ja, und so fängt den Tag normalerweise an. Das ist ein Ritual. An. Fast also ein Ritual, ne? Ja, ja, ja. Aber tust du das hier auch? Weil du bist seit 20 Jahren, glaube ich, circa in Österreich, ja, mit einem Waldviertler verheiratet. Das war ein Kulturschock, ha? Huh? Beide. Ja. Mittlerweile finden wir dann Ähnlichkeiten oder wir twisten dann die Welche Kultur. Welche Ähnlichkeiten? Ich war in einem Blasmusikfest am Land. Ich habe gesucht, was konnte das sein im Edo, südlich Nigeria, wo ich herkomme. Mein Mann sagt, sei locker, sei offen. Ich habe gesagt, ich bin offen, so werde ich nicht hier sein. Also. Und nach einer Weile habe ich dann gemerkt, zumindest was sie gemerkt haben, in Österreich brauchen ein bisschen Alkohol dazu und dann sind sie locker und reden miteinander, sind wirklich offen, tanzen. Endlich, dann habe ich gesagt, ja, okay, das erinnert mich ein bisschen. Wir brauchen zwar nicht so viel Alkohol, Sturm, ja, bis man tanzt, aber ja. So das ist. Was hast du da mitgebracht? Ich habe einen Yamwurzel mitgebracht und Plantains. Was macht man mit denen? Man schält das, man kocht, es gibt verschiedene Arten. Man kann es braten, in heißes Wasser kochen, man kann es trocknen lassen und Pulver machen draus. Und ja, so man kann es grün nützen oder wenn es gelb reif, das ist dann süßlich. Okay. Und du verkochst es, du verarbeitest es. Ich liebe das. So.
Zumindest 2 Wochen kann ich vorbeigehen, wenn ich nicht eine davon esse. Okay. Also das brauche ich. Es ist Gemüse eigentlich. Und ich versuche, dass meine Kinder, weil Nikita ist ziemlich weit, ne? Und so, wir können nicht so jedes 6 Monate hinfliegen. So, ich versuche, dass einige Kultur und Tradition daheim kommt, ja. Und das Essen ist für uns sehr wichtig, weil wenn man isst, wenn man kocht, wir kochen auch gemeinsam. Vor allem, wenn man dann gemeinsam kocht, dann kommt man mehr zusammen, redet man. Weil wir haben auch in vielen Teilen, geht es nicht die Kultur, dass man, wenn man Probleme hat, man geht zu einem Fremden vor eine Therapie-Session, die macht man nicht. Mittlerweile kommt es ja schon, aber es ist so, dass man zum Beispiel, wenn man die Haare macht, mit einem Freund und jemand in der Familie. Wenn die Mutter einem die Haare macht, dann spricht man sein Problem. Wenn man gemeinsam guckt, spricht man sein Problem. So, das versuche ich zu Hause zu machen, dass die Kinder das machen. Die ist ganz lustig, weil man braucht einen Mörser und Pistole. Es gibt sogar einen Mörser. Foto. Das sind diese kleinen, ne? Ich rede von. Ich habe einen kleinen zu Hause. Es ist so hoch. Das ist ja wie ein Kübel. Ha, da ja, ist ja. Und das ist ein? Aus einem bestimmten Baum bei uns. Es ist ein Mortar und Pistel. In meiner Sprache Edo sagt man dazu Odo. Odo? Ja, Odo heißt Mortar und Pistel. Und man braucht das, wenn man Pounded Yam machen will. So, man kocht das und dann stampft man da rein und damit, und da wird dann mein Mann, ja, das ist die Ähnlichkeit. Mein Mann, erstes Mal hat er das gegessen, hat er gesagt, nee, ja, das ist ja ein Kartoffelknödel. Ich habe gesagt, na, das ist kein dummer Knödel. aber schmeckt es ein bisschen so wie eine Kartoffel, Süßkartoffel? Ich glaube, dass, na, nicht Süßkartoffel, ein richtiger Waldviertler Gummiknödel. So ähnlich. Ja, so ähnlich schmeckt. Das ist das Essen in Österreich, die am nähersten von Geschmack ist. Und das versuche ich, meine Kinder beizubringen. Die können das auch selber machen. Ja. Aber schmeckt dir die Waldviertler Küche? Die nur von meiner Schwiegermutter. Nur die von meiner Schwiegermutter. Okay. Weil sie kann kochen. Also, du hast dich sehr gewundert über das fleischlastige Essen hier. Also, ihr esst viel weniger Fleisch in Nigeria als... Mittlerweile nicht, aber als ich aufgewachsen bin, meine Mutter war sehr... es war ganz wichtig, das Essen. Weil Essen vor meinen Familien war nicht nur wie Essen, sondern das ist Teil unseres spirituellen Lebens. Ja, wir haben Opfergabe, wo wir bestimmte Essen kochen, um das zu machen. So, denn Fleisch ist nicht eingepackt, irgendwo schnell um 3 Euro zu kriegen, sondern viele Leute hatten ihr eigenen kleinen Poultry, wo sie Hühner hatten. So, man kann, wenn du diese Prozess machst, ich habe das auch als Kind gemacht, und du pflegst diese Huhn monatelang. Und da musst du es essen, ne? Du musst ja nicht, aber ja, du willst das Essen, so die ganze Schlachtprozess und dann alles raustupfen, und das dauert, so man isst das dann nicht, als ob man das übermorgen gleich kriegen. Ja, so, ja, verstehe schon, genau, du hast so einen anderen Bezug dazu. Mir ist gerade aufgefallen, was du erzählt hast, eine Geschichte aus den Philippinen, und ich war circa 4 Jahre alt, wir waren zu Besuch, es gab ein großes, es gibt immer Fiestas, vor allem wenn jemand zu Besuch kommt, und ich war drinnen im Haus und habe auf einmal gehört, ein grelles Quietschen, Schreien, wie als wäre ein Kind in Gefahr. Also ein so gleichaltrig wie ich, ein 4-jähriges Kind schreit höchster Lautstärke. Ja. Und ich habe meine Verwandten gefragt, was ist los? Was ist los? Was passiert? Ja, das Schweindal, das wird gerade geschlachtet, weil ihr seid jetzt ankommen, wir machen jetzt eine Party. Und da wird jetzt Lechon ist gegrillte Schwein im Ganzen, das wird jetzt hergerichtet. Speziell für dich. Ich habe sowas noch nie gehört. Also ich war dann sicher auch für 2 Wochen vegetarisch und dann, ja, was. Ja. Aber Essen ist auch bei euch, gell, Anand, in Indien. Weil du gesagt hast, du isst eben, also Schweinderl am Holzgrill oder Ding, das gäbe es in deiner Welt nicht. Nein. Der Spanferkel. Kühe sind heilig. Spanferkel, das habe ich nur in Österreich gesehen. Ja. Früher habe ich noch nicht gesehen. Was isst du hier in Österreich? Also was hast du aus Indien mitgenommen? Alles. Alles, ich habe mitgenommen. Wenn ihr nach Blumau kommt, willkommen. Ja. Kriegst du ein kleines bisschen Indien, aber alles davon.
Was ist alles dabei? Ich lebe und ich will, dass meine Kinder das auch Beispiel, der Thema der Erziehung war nicht voll fertig. Wegen der Erziehung, ich habe euch gesagt, das ist in Indien große Familie. Und die große Familie und dieses große Land nur dann funktioniert, wegen jeder mitmacht. Mhm. Das kann dann nicht nur die Aufgabe des Mutter sein oder Aufgabe des Vaters sein. Das heißt, die Mutter, Vater richten erstens Kind und der erste Kind hat die Aufgabe dann für die weitere. Wegen das ist der, ja, der hat den Vorrang. Und in meiner Familie funktioniert genauso. Ich habe meine erste Tochter, Lalit Priya. Sie ist 16 Jahre und sie kümmert jetzt mit die beiden Schwestern. Mama, Papa sind da, aber sie zeigt denen, wie das weiter der Familienkultur geht. Wegen, wenn wir jetzt sagen, das ist nicht richtig, wegen es ist schon die. Und dadurch, das Essen ist auch die Ritual, so wie Joanne gerade erwähnt hat, das ist Tradition. Und das ist ganz wichtiger, die Spiritualität. Wegen in Veda, ich habe Veda studiert, so muss ich muss mich ein bisschen. Sagst, in Veda sagst, yato annam tato mannam, was du isst, das bist du. Ja. So dieses Bewusst ist bei uns mit der Löffel gefüttert. Da wird ganz vorsichtig alles. Die Ritualen, sogar die Muttermilch wird mit der ganz vorsichtig. Wie man umgeht mit der Muttermilch, wie man die Mutter pflegt nach dem Geburt, das wird alles gemacht. So, das heißt, wenn da diese Bewusst ist, wie musste die Mutter das Muttermilch und wie genau das richtig und wie lang das genau richtig ist, das heißt dann, wenn wir die Sehne kriegen, ganz vorsichtig umgehen mit diesem Essen, so harmonisieren. So. Bleiben wir noch kurz beim Essen. Mole, Samara, ist etwas, was stundenlang gekocht wird? Ja, genau. Also das ist ein ganz besonderes Geburtstagsessen. Das wird traditionell zu Geburtstagen vorbereitet und dann halt mit der großen Gesellschaft zusammen gegessen. Und wenn man sich da wirklich bemüht und jeden Schritt nach dem anderen so nachgeht, wie man soll, dann kann es gut möglich sein, dass man 2 Tage in der Küche steht und das kocht. Was ist da drinnen? Vom Biss. Also es sind, ich glaube, im Durchschnitt ca. 30 Zutaten. Also ganz viele verschiedene Chilis und ganz viele verschiedene Nüsse. Und so eine spezielle Zutat ist Kakao ist dabei. Und Zimt, Nelken. Aber es schmeckt also schon salzig oder süß? Es ist salzig. Ja. Also es, ja, es ist salzig, aber es hat halt schon ein bisschen was Süßes dabei. Und wenn eine Mexikanerin 15 Jahre alt wird, was passiert ja da? Ja, da feiert man die Quinceañera, also das ist das ganz große Geburtstagsfest, so quasi das Erwachsenwerden einer jungen Frau. Aber das passiert ja mit einem mit einer riesigen Party, oder? Ja, genau. Also das ist ganz pompös und da ist die halbe Ortschaft eingeladen und das wird sehr groß gefeiert. Wie wird Hochzeit gefeiert in Mexiko? Auch so groß? Ja, also auf jeden Fall. Also es wird sehr viel, also ein sehr großer Raum gemietet und viel gefeiert, aber auch da, ich war noch nie auf einer Hochzeit, beziehungsweise auf einer, die aber in eine sehr andere, traditionelle Richtung geht. Das heißt, wenn du jetzt hier heiraten würdest, dann würdest du schon die Tradition ein bisschen mitnehmen aus Mexiko? Wenn ich heiraten würde, dann würde ich 2-mal heiraten. Ja. Aber welche Bräuche oder Traditionen hast du noch mitgenommen aus Mexiko? Oder welche lebst du hier in Österreich? Ja, also auf jeden Fall, also die Heiligen Drei Könige zum Beispiel, die bringen auch in Mexiko Geschenke. Das war was, was wir auch immer in Österreich umgesetzt haben. Auf das wollte ich nie verzichten als Kind, da die Geschenke bekommen. Genauso wie ich in Mexiko vom Osterhasen zum Beispiel was bekommen habe. Oder dass man auf den Nationalfeiertag anstoßt, weil das für Mexikaner was ganz Großes ist. Wann ist der? Am 16. September. Oder die Dia de los Muertos, was vorhin schon erwähnt worden ist, der Allerheiligentag, der ja auch ganz anders in Mexiko gefeiert wird. Wie? Und ganz groß, wie ein Fest, sehr bunt, sehr fröhlich. Man fühlt sich an dem Tag seinen Verwandten, also seinen toten Verwandten und Freunden sehr nah. Was sehen wir da jetzt gerade eingeblendet? Also das ist ein typischer Altar im Garten von meinem Vater, wo einfach Menschen, die einem wichtig waren, mit deren Lieblingsgetränken oder Speisen oder mehr oder weniger fast Opfergaben. Also man gibt was hin, was die Leute wertgeschätzt haben. Und in Mexiko ist es so, dass man quasi mit den Speisen
an den Friedhof geht und dann am Grab sitzt und dort feiert und, genau, und trinkt und isst. Also das ist, mhm, das ist auch so. Da ist quasi am Friedhof wie ein Kirtag. Also da sind sehr viele Leute mit Musik und quasi ein Erstaunlich, Fest. Weil das ist bei uns ganz anders. Traurig, ganz, mit den Kerzen. Ganz, ganz anders. Aber man darf nicht vergessen, dass das trotzdem alles noch sehr, sehr respektvoll ist. Also es ist dann... Feiern, Party, ja. Okay, ja. Ich kriege oft zu hören, dass das ja ganz respektlos ist oder so, aber das ist ja gar nicht, das ist einfach die Kultur und der Umgang damit und das ist eigentlich was ganz Wundervolles. Aber trotzdem ist der Tod an sich etwas eher Trauriges, oder, wenn ein Mensch stirbt? Ja, ja, selbstverständlich. Also ich glaube, fast in jeder Kultur. Also in jeder, eben nicht. Oder? In Indien, Anand, ist das nicht so, gell? In Indien, wieder in die Vedic-Tradition, das ist, der Tod ist wieder ein neuer Start. So dadurch, wir arbeiten immer und dieses bewusst wieder, das immer achten, das sehe ich auch bei meinen Kindern jetzt gerade, wenn die einen Wurm finden, dass der stirbt oder irgendwas, das sagst du, bring mal ihm zur Mutter Natur. So, das ist immer das Bewusstsein dahinter. Nach dem Geboren bist du, beginnst zu sterben. Joanna, bei euch, wenn jemand stirbt, dann übernimmt das ganze Dorf die Aufgaben der Hinterbliebenen zum Beispiel, nicht? Ja, kommt drauf an. Es ist immer unterschiedlich, je nach Städte, ja, ist auch unterschiedlich, aber je nach Stamm. Und es wird geweint, viel geweint natürlich, weil das ist auch ein körperlicher Ausdruck und Reaktion zu diesem Verlust. Das geht's nicht, das hat sehr wenig mit, wie wir dann mit der Tod und der Trauer zu tun hat, ja. Und für uns, wir glauben, zumindest in meiner Kultur, wo ich herkomme, wir glauben, dass wenn jemand stirbt, dieses physikalische Trauer, die Träne und so weiter, ist auch bereinigend. Und so, es ist okay, das zu machen. Und es gibt viele glauben, dass diese Person geht weiter. Es ist eine wir sind alle jetzt auf einer Reise. Und die hat ja dieses Weg verlassen. Mhm. Und je nach, was dann dazu kommt, weil man muss auch im Hintergrund wissen, dass wir haben dann auch die Religion vermischt mit den indigenen Kulturen. Bei euch wird auch viel gegessen, ja, wenn der stirbt, gell? Genau, richtig. Bei euch wird immer gegessen. Ja, ja. Aber scheint das eigentlich überall. Ja, es wird nur gegessen die ganze Zeit. Aber wenn in Italien wer stirbt, dann lässt man die Tür. Er bleibt zu Hause, ne, der Tote? Oder ja, ja, klar, der Tote wird auch gereinigt, angezogen, im Bett gelegen, die Tür offen. Die ältere Dame, meistens mit einem Rosario, fangen an, La Cantilena zu nennen. Und gegessen wird. Und wird es eben. Kommen dann die Nachbarin und alles mögliche und jeder bringt etwas mit, lässt es eigentlich am Tisch und dann wird gegessen natürlich, weil eben die 24 Stunden müssen vorbeigehen und damit wird es eigentlich eben das ganze Dorf oder das ganze Rione, die Gemeinde bringt immer etwas, weil wir keine Zeit, derjenige, dass eben die Familie, der Gestorbene, Kinder, hat keine so Zeit. Kinder, ihr habt so viele Themen, was wir noch kurz besprechen müssen. Long, du hast da ein Katzerl, ja? Was macht die Katze? Katze? Ja, was macht die Katze? Katze versucht, Vermögen reinzuwinken. Geld. Ah. Ich greife, das ist der die Griff nach Geld. Katze ist der Griff. Das heißt, wenn Vermögen. Ich so eine Katze ins Fenster stelle, kommt Geld ins Haus. So in etwa kann man es sagen. Ja, genau. Okay. Moi. Na schau, jeder will jetzt ein Katzel. Ja. Was hast du da noch mitgebracht? Sehr viel Rot. Ja. Wir haben gerade sehr viel gehört, Rot mit Unterwäsche. Ja. Haben wir auch. Ah. Aber nicht an einem bestimmten Tag im Jahr, sondern an dem Jahr von meinem eigenen Sternzeichen. Also ich bin zum Beispiel im Jahr des Drachen geboren. Aha. Und wenn das wiederkommt, alle 12 Jahre kommt das wieder. Trägst du nur rote Unterwäsche? Das kannst du. Sollte ich. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Ja, genau. Was sehr viele Chinesen machen, ist zum Beispiel in
in der Gürtelschnalle, also bei Männern, weil die können dann ja nicht wirklich rot tragen, sagen wir in China heute. Halt. Mhm. Egal, aber also sie machen dann in ihre Gürtelschnalle einfach ein Stück Rotes hinein. Und was hast du dann noch mit? Was ist da doch? Ist auch was Rotes? Dann haben wir, also wenn alle Nachbarn, also oder einige Nachbarn, dieses Zeichen an der Tür sieht, kann sein, dass der chinesische Nachbar gerade geheiratet hat. Oder sie wollen ihre Ehe noch einmal wiederbeleben oder weiterbeleben, weil sie glauben, dass das noch mehr Glück für die Ehe bringt. Das ist das Zeichen Xi, das Glück, aber besonders gerade nur zu Hochzeiten. Das schaut so wie der Mann, Frau Güssen. Richtig. Schaut so aus. Ja, jetzt habe ich auch gesagt. Das ist ein Doppelzeichen. Es eigentlich ist ein Zeichen, es ist nur. Spiegelverkehrt. Ja. Nein, nein, das ist einfach verdoppeln. Ja, ja, ja. Das, ja, theoretisch. Ja, also von hier aus, genau. Mann, Frau, Yin, Yang, ja, richtig. Nicht ganz, oder Partnerschaft, ja, ja. Genau. Ja, ja. Das ist echt schön. Und was ist das für ein Kuchen? Wir kommen wieder zum Essen. Der Kuchen, da kommen wir auch wieder zum Essen, Hunger. Genau. Du kriegst einen Hunger, genau. Ja. Das ist das typische, dieser typische Mondkuchen. Das ist nach Mondkalender, Vollmond, 8. Monat, ist, ja. Das Mondfest. Mondfest. Aha. Mondfest. Wir haben auch über das ganze Jahr verteilt verschiedene Feste, wie in anderen Kulturen auch. Und da wird auch sehr viel gegessen. Aber feierst du dann auch das Mondfest in Österreich? Jetzt, natürlich. Ja, ja, ja? Wir, also Mondfest ist, das ist immer im Herbst. Ja. Und das ist dann natürlich schon ziemlich lange weg oder noch eher hin bis zum chinesischen Neujahr oder eben so wie Silvester oder Weihnachten, je nachdem, wie man sieht. Ja. Das ist halt mitten im Jahr, da soll wieder mal die Familie wieder zusammenkommen. Und rund deswegen, weil eben deswegen sitzen in chinesischen Restaurants sehr viele runde Tische. Rund ist, das ist halt auch immer so ein Zeichen, als eckig. Und, aber es ist auch so, man kann dann viel besser austauschen. Mhm. Weil wenn ich jetzt an einem langen Tisch sitze, ja, kann ich natürlich mit den Nachbarn am anderen Ende ganz schwer sprechen. Und jetzt, wenn ich einen runden Tisch habe, ist es viel kommunikativer. Man sieht immer zu jedem. Du Long, und wann ist das chinesische Neujahrsfest? Das ist auch jedes Jahr verschieden. Aha. Meistens eben irgendwann Jänner bis, das kann auch einmal Mitte, ja, Mitte, Anfang Mitte März sein. Ja. Das ist und, auch nach dem Mondkalender. Und da passiert auch, man kommt zusammen und feiert. Das ist, ist das ein bisschen so wie Weihnachten? Das ist eigentlich wie Weihnachten im österreichischen Sinn. Also mit Geschenken? Und nein, ich meine stille Nacht. Es ist wirklich in Shanghai oder in China, das kann ich schon verallgemeinern und sagen, das ist meistens auch eher so, auf der Straße ist eher still. Weil wir an dem Abend, das ist wie zum Beispiel 24. Allerheiligenabend, das ist so der typische Abend für die ganze Familie, engste Familie. Und auf der Straße ist auch die Parade von Cynthia. Also du hast uns mitgebracht, vielleicht schauen wir da gleich ein und vielleicht erklärst du dann dazu, was das denn genau ist, was du uns aus den Philippinen mitgebracht hast. Also eigentlich war das am Stephansplatz, wie man sieht, genau. Das ist der Stephansdom hinten und es ist nicht meine Parade, es ist die Parade, die wir jährlich in Wien abhalten als Filipinos und da sieht man, die verschiedenen Regionen der Philippinen sind vertreten mit ihren verschiedenen Kleidungen und das wird organisiert meistens von den verschiedenen Vereinen. Ja, die man das schön. Sieht. Und das war für mich ein super toller Tag, weil meine beiden Kulturen vereint zu sehen, also quasi im ersten Bezirk, die Filipinos tanzen zu sehen, das war total schön. Und auch so, wie wir willkommen geheißen wurden von den Zuschauern, die waren auch total begeistert und sehr stolz und das war alles sehr schön. Welche Sprache wird auf den Philippinen geredet? Es gibt ganz viele verschiedene Dialekte, weil die Inseln vor den Spaniern eigentlich keinen Kontakt hatten und dann mit den Spaniern wurde eine Sprache erfunden, die nennt sich Tagalog, die ist auch sehr, sehr einfach. Ich kenne viele Österreicher, die sprechen, durch wahrscheinlich ihren Partner. Und es gibt aber auch andere Dialekte, Bisaya, Mindanao. Also und deine Kinder können Tagalog? Meine Kinder wissen ganz genau, wie man auf Tagalog sagt, es tut mir leid, ich kann es nicht. Wie heißt das? Hindi ako marunong mag Tagalog. Ah, das können sie gut. Ja, 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 weil wenn wir auf Urlaub sind, dann müssen sie also
Aber es kann ja eigentlich, also wenn ihr mal auf die Philippinen fliegen wollt, es kann eigentlich jeder Englisch auf den Philippinen. Also ihr könnt euch verirren im hintersten Eckchen und irgendwer, also ihr könnt jeden fragen auf Englisch, ihr werdet euren Weg finden. Diese Tracht, was wir jetzt gesehen haben, das ist ja wahrscheinlich eine Nationaltracht, oder? Das war jetzt spezifisch zu der Region, die wir gerade gesehen haben. Ich glaube, das war Baguio, da ist es ein bisschen kälter. Das war spezifisch zu der Region. Und wie gesagt, die Regionen sind sehr, sehr verschieden. Auch das Essen ist verschieden. Manche sind mehr Schärfe unterwegs. Und eigentlich, was wir jetzt gerade da vorne sehen, ist ein Kostüm, das Santo Niño nachmachen soll. Also das Christkind. Santo Niño ist das heilige Kind. Und wenn ihr die Statue vielleicht kennt, auch wir haben ja auch von Mexiko sehr ähnliche Kulturen. Ich denke mir, das ist die Kolonialgesellschaft, die Kulturen, die wir übernommen haben. Also unser Quinceañera heißt eigentlich bei uns Debut und stellt die junge Dame der Gesellschaft vor, die ist jetzt heiratsfähig. Mit 15, es ist eigentlich ja. Und auch mit dem Essen an dem Grab, auch wenn jemand verstorben ist, dann, dass man Essen bringt und mit ihnen weiterhin noch feiert, dass man weiterhin noch Kontakt. Weil es ein bisschen schaut das aus wie die Sonne, hätte ich jetzt mir gedacht. Ja. Was hast du da noch mitgebracht, Samara? Was ist das? Ich habe verschiedene Handwerkssachen mitgebracht und Chilis, die in Mexiko natürlich auch nicht fehlen dürfen. Und das hat einfach sehr, sehr viel Wert auf Handarbeit gelegt wird. Und das da vorne ist ein Herz, das bunte? Jawohl, das ist ein Herz. Einfach nur so, dass man einfach sich nur so. Und genau, weil das ist nämlich so bunt also, wie die indischen Farben vom Holi-Fest. Ne? Was genau ist dieses Holi-Fest? Ja, Holi-Fest ist ein Erntenbedankenfest. Gell? So nach dem Winter, das Frühlings beginnt und die ganze Erde feiert selber überall. Das sehen wir hier im Frühling, alle Blumen kommen. So, das ist genau das, dieses Blumen früher war, dass Blumen gesammelt wird, Pulver ausgemacht wird und so wie wir in diesem Bildschirm sehen, dass die alle Leute teilen, dieses Blumen oder diese Pulver wird das geschenkt. Und früher war das, wenn wir reden von früherer Seite, dass sehr viele Kräuter im Wasser gekocht wird und dann mit die Wasser auch vielleicht in eine andere Kultur, auch in Thailand wissen wir, dass es auch gibt im Sommer das Fest und jetzt mittlerweile auch in Österreich gefeiert wird, Holi, so auch mit Wasser gespielt wird. Aber was wir jetzt hier sehen, das sind sehr viele Blüten von den Marigoldblumen und das wird, ja, das mit denen geopfert wird oder geschmissen wird übereinander. Und das ist das Festival, wo wir Vergebung fragen und vergeben. Das ist, wir wissen, dass in Indien sehr lange gesprochen war, dass es das Kastensystem gibt in Indien. Genau, das ist nur einziger Festival, wo keine Kaste gibt, wo wir alle eins sind. So, das ist einer der meistgefeierten Festival, wo wir in Indien sagen, da ist, heute ist keiner älter, keine Junge, alle sind gleich. Keine Arm, keine Reich. Ne? Genau, genau. Alle gleich. Alle gleich sind. Und heuer wird das im 8. März gefeiert. Ich feiere das Holi bestimmt wegen, dass es mein Geburtstag ist. Und das ist der Tag der Frau, ne? Internationale Frauentag ist der 8. März. Ja, genau, das ist genau richtig. Ja, so nichts vergessen. Ja, genau. So heuer wird du, Anand, und das Diwali-Fest? Diwali-Fest ist das Lichtfestival. Ja? So, das ist, da haben wir, Holi-Festival ist Spring beginnt, ja, so Frühling beginnt und das, da ist das Diwali-Festival, ist das Winter kommt, gell? So it is like a, in Veda wieder, it is called Southern Hemisphere and Northern Hemisphere, so der Planet, der Sonne geht in die Southern Hemisphere und das ist das, wo die dunkle Feuer beginnt, der Winter beginnt und da die Diwali-Festival gemacht wird. Es ist wie bei uns in Österreich dieses Laternenfest, kennst du? Ja, kann man so sagen, Laternenfest, aber Diwali in Indien hat da wieder einen Grund, wir leben gern mit der Mythologie, ja, so da ist eine stärkere, größere Mythologie, wo der King Rama war zurückgekehrt von der Sri Lanka, der war im Sri Lanka und das war zurückgekehrt, vor 14 Jahren war er da und da hast die Leute haben wegen in dieses Trauer keine Lichter angemacht und wenn der zurückgekehrt ist, so in Ayodhya, so Ayodhya ist heutige Tage in Delhi, das ist überall die Lichter, die Lichtstraße. Wenn wir sagen, Deepavali heißt die Lichtstraße. Ja, so die, jeder durch die Lichter begleitet zu sein Haus, so durch die Straße begleitet zu Haus, dass die Licht in die Haus kommt.
Ich meine, es ist ja so interessant, wer weiß, was du alles mitnimmst und was in Blumau dann noch verharren wird und bleiben wird und von Blumau aus vielleicht noch das Land erobert. Eines muss ich da, bevor ich es vergesse, weil ich jetzt immer auf dich schaue mit den Weintrauben zu Silvester. Etwas, was man in Indien nie machen darf, ist die Kerzen der Geburtstagstorte ausblasen. Das würde eigentlich Unglück bringen, ne? Du hast dich wahrscheinlich sehr gewundert in Österreich, wenn es dann geheißen hat, so, die Kerzen ausblasen. Das Nein! Das gekannt habe ich auch in Indien, aber nicht in meiner Tradition wieder. Okay. So Kuchen schneiden, ausbußen. Jetzt haben sie Österreich auch gelernt durch die Corona, glaube ich, oder? Und was wir gelernt haben mit in der Pandemie, Anand, ist, dass wir uns nicht die Hände geben, genau, das sondern ist meine Tradition, wie macht der richtige, ja, das ist genau richtig gemacht wird, Namaste. Der Daumen kommt in die Kehlkopf, Kopf geht da runter, ja. Beide Hände drücken sich in die Seite und das ist Namaste, so begrüßen wir. Bedeutet, man schaut auf die Füße, ne? Ich begrüße die Licht im Tier. Also ich begrüße den Gott im Tier immer. Okay, das, okay. So in Österreich auch, der Grüß Gott gefällt mir. Ne? Ja. So, das heißt, ich grüße nicht den Mensch, ich grüße den Gott im Tier. Also das ist, in Indien wird das Namaste genannt. Ja, genau. Und das ist heute, man in dieser Pandemiezeit vielleicht viele schon akzeptiert haben. Ja, gefällt sehr vielen. Ja. Ich kann euch jetzt nicht begrüßen, meine Lieben, ich muss euch jetzt verabschieden. Wir sind am Ende angekommen. Es war eine wunderbare Reise durch die Welt der Bräuche und es ist, glaube ich, auch für Sie zu Hause spannend, einmal über den berühmten Tellerrand zu schauen und zu sehen, welche Bräuche es auf der ganzen Welt gibt, welche auch Einzug gehalten haben in unser kleines Österreich. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Brauch, den Sie mit nach Hause nehmen wollen. Also ich überlege mir das mit den Rumkugeln zu Silvester und mit der roten Unterwäsche. Und jetzt am Ende würde ich euch gerne bitten, dass sich jeder von euch in eurer Muttersprache verabschiedet. Also was auch immer ihr da sagt, aber was würdet ihr sagen, wenn ihr geht's? Also verabschieden und ich verabschiede mich gleich. Servus, danke fürs Zuschauen und der Luigi beginnt jetzt den... Ciao, arrivederci, grazie, è stato un piacere. Adios, hasta pronto, muchas gracias. OSC, Oakoya. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Bonsoir. Osige, Uinako, Ingat. Namaste. Zaijian. Bravo! Dankeschön! Alles Gute! Ihnen liegt ein Thema am Herzen? Sie möchten andere überzeugen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu. Rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98. Wir hören Ihnen zu.